So, ein herzliches Willkommen zu How to Alive in Lagrange, euer Videoguide zu Infinity Lagrange. Heute mit dem Thema Geschütztürme und natürlich die Priorisierung eurer Waffen, eurer Schiffe. Und wir gehen auch noch ein bisschen auf den Schaden ein, wie ihr den auslesen könnt und wie ihr wisst, wie viel Schaden reell eure Waffe macht und wie lang ein Zyklus dauert und was dieser Zyklus bewirkt. Dazu schalten wir ganz schnell ins Spiel und somit heiße ich euch herzlich willkommen hier in Infinity Lagrange. Ich bin euer Jay Blood, euer netter Nachbar von nebenan. Ich bin jetzt ja schon in die Basisverteidigung mal reingegangen. Ihr seht nämlich, wenn ihr in der Basis drinnen seid, geht ihr auf die Basisverteidigung. Schon könnt ihr die Verteidigungsfeuerkraft, also diesen Reiter, angucken. Und natürlich durch diese Button mit dem I seht ihr folgende Informationen. Ich sehe, wie viel Schaden pro Schlag existiert. Also dieses Geschütz macht zum Beispiel 150 Schaden. Ich sehe den Runden pro Durchgang. Einmal eins, das heißt eine Runde, ein Durchgang, also ein Schuss. Angriffsintervall ist alle 3 Sekunden. So, diese alle 3 Sekunden bedeuten, alle 3 Sekunden gibt es einen Schuss, weil ein Zyklus gerade läuft. So, jetzt sehe ich aber auch noch die Angriffspriorität. Die Angriffspriorität bedeutet Folgendes. Zuerst wird die Korvette angeschossen. Also sprich, sollte in der Flotte keine Korvetten mehr existieren, geht das Baby auf die Jäger los. Auch Bomber gelten als Jäger. Alles, das dieses Symbol hat, gilt als Jäger. Und darunter gelten auch die Bomber. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen, das Ding schießt auch auf Bomber. So, dann geht's weiter auf die Zerstörer. Alles, das dieses Symbol hat, sind Zerstörer. Dann schießt es als guten Schluss, wenn keine Zerstörer und keine Jäger und keine Korvetten mehr vorhanden sind, auf die Fregatten. In der Modulbeschreibung lest ihr zum Beispiel generisches 130 mm Sturmangriffskanone zur Verteidigung von Städten, kann zum Angriff auf kleine Schiffe oder zur Flugabwehr eingesetzt werden, wenn sie mit einem Langstreckenradar ausgerüstet sind oder ausgerüstet ist. Dazu habe ich auch schon einige Fragen bekommen, wo man diesen Langstreckenradar herbekommt, wie man den ausrüsten kann. Ja, das ist entweder totaler Nonsens bei der Übersetzung oder man hat es einfach mal so hingeschmiert. Diesen Langstreckenradar habt ihr bereits eingebaut. Der ist in eurer Station befindlich. Müsst ihr nichts nachbauen oder sonst was. Ich weiß es nicht, wie es in den zukünftigen Patches aussieht, ob es wirklich bald ein Langstreckenradar existent ist. Kommen wird, kann ich euch jetzt im Augenblick noch nicht sagen, weiß ich nicht, wird die Zukunft zeigen. Sollte sich irgendwas ändern, dann werde ich das natürlich euch präsentieren. So, dann gehen wir weiter mal auf die SG 1280AC oder 1280A. Bei der 1280A seht ihr Folgendes. Den Schaden pro Schlag 650, das ist der reine Schaden pro Schlag. Das heißt, je nachdem, was der Gegner für Panzerungen drin hat oder was er in die Panzerung reingefüttert hat, müsst ihr das berechnen. Also geht immer von dem Schlimmsten aus. Zum Beispiel hat ein Schiff 150 Resistenz auf Kinetik-Schaden. Da müsst ihr wirklich 650 minus 150 rechnen. Und das ist ganz einfach ausgerechnet, sind 500 Schaden pro Schlag. Alle 3 Sekunden gibt es einen Schuss in einem Zyklus. Die Angriffspriorität dieses Babys hier, der 1280, ist Zerstörer. Dann geht es auf die Fregatten. Sollten diese 2 Schiffe nicht mehr vorhanden sind, geht es natürlich auf die Trägerschiffe, Schlachtkreuzer oder Kreuzer. Wie die Priorisierung ist im effektivsten Sinne, könnt ihr nicht, oder was mich auch schon mal gefragt worden ist, kann man das irgendwie beeinflussen? Nein, könnt ihr nicht. Ihr könnt nur hoffen, dass diese Schiffe nicht vorhanden sind, dass zum Beispiel der Feind nur mit Kreuzer ankommt, dann schießt das Teil natürlich nur noch auf die Kreuzer. Oder mit Schlachtkreuzer nur ankommt, dann schießt das Teil nur noch auf Schlachtkreuzer und so weiter und so fort. Also hier seht ihr wirklich, wie eure Station
welche Priorisierung das Ding hat. Was noch wichtig ist, nämlich absolut wichtig, wir wollen ja auch wissen, welche Priorisierung hat mein Schiff. Dazu müsst ihr aus der Base rausgehen, so wie ich. Ihr geht in eure Blaupause rein, in eure Schiffsblaupause und klickt dann, ich in meinem Beispiel jetzt die Eternal Storm. Und ich kann jetzt davon, kann erstmal gucken, was ist mit meiner Ionenkanone, wie sieht es da aus. Ist dasselbe Prinzip. Ihr geht auf die Waffe drauf, drückt auf die Waffe nochmal drauf, also in meinem Fall die Wigan Ionenkanone, und drückt hier auf das Infosymbol. Schon seht ihr, als erstes werden Schlachtschiffe angegriffen mit der Ionenkanone. Sollten keine Schlachtschiffe vorhanden sein, gehen die auf Drehgerschiffe. Selbe Prinzip, sind keine Drehgerschiffe vorhanden, gehen sie auf die Supportschiffe. Sollten die nicht vorhanden sein, gehen sie auf die Schlachtkreuzer. Sind die nicht vorhanden, greifen sie priorisiert die Kreuzer an. Ja, anders als auf der Station greift es auch random dann die anderen Schiffe an, falls diese fünf prioritären Schiffe nicht da sind. Geht es natürlich auf die anderen Schiffe auch los, so ist es nicht, aber das ist halt random. Das kann sein, da geht er halt zuerst, schießt der erste Kreuzer ab oder es kann sein, schießt zuerst einen Zerstörer ab, aber kann auch sein, dass es zuerst eine Fregatte angreift. Was es nicht tut, es wird keine Jäger abschießen können. Es versucht es ab und zu, aber es wird halt ein Schuss ins Leere. So, dann gehen wir nochmal auf die Waffe ein. Die Waffe hat ein Antischifffeuer von 20.800 die Minute. Und natürlich gehen wir jetzt einmal den Schaden pro Schlag aus. Also pro Schlag gibt es 1200 Schaden plus 360 extra. Die bekommt ihr nur durch diese Modulanpassung. Also sprich, je höher eure Bonuswerte sind, desto höher sind auch diese Angriffswerte. Die Dauer pro Schuss dauert 8 Sekunden. Also 8 Sekunden lang schießt es darauf. Es braucht 8 Sekunden, um diesen Schuss durchzuführen. Und der Angriffsintervall ist alle 10 Sekunden. So, jetzt kommt der ganz große Clou. Es heißt eigentlich dann in dem Sinne 18 Sekunden. Ihr müsst davon ausrechnen, 10 Sekunden Wartezeit, Cooldown, bis die Waffe wieder geladen ist. Dann schießt es 8 Sekunden lang, also einen 8-sekündigen Strahl haut es raus. Dann ist es wieder 10 Sekunden Cooldown. Und dann gibt es wieder den 8-sekündigen Cooldown, den 8-sekündigen Schuss, der dann aber nur diesen Schaden raushaut. Nicht diesen hier. Das ist pro Minute. Nur diesen hier. So, aber jeder, der schon mal in einem Kampf war, weiß ganz genau, dass eine Minute nicht sehr lang ist oder verdammt lang sein kann, wenn das Schiff direkt unter Dauerfeuer besteht. Geht nie davon aus. Das ist wirklich nur der Schaden pro Minute. Das ist wichtiger. Was macht ihr pro Schlag aus? So, natürlich hat die Eternal auch noch andere Waffensysteme, wie zum Beispiel das MK2 AM 8x3008 Streurakete, Eternal Polaris K Streurakete. Die macht pro Schlag 55 plus 8,0. Also so seht ihr schon mal, ich habe nur 16% Bonus, also macht es auch nicht sehr viel Unterschied. Rundendurchgang, 4 Raketen in einem Durchgang. Und der Angriffsintervall ist 8 Sekunden. Sprich, es in dem Sinne heißt es, das Ding schießt 4 Raketen, dann ist 8 Sekunden Ruhe, dann schießt es wieder 4 Raketen. Sobald alle 4 Raketen den Lauf verlassen haben, beginnt wieder der Angriffsintervall von 8 Sekunden. Entschuldigung für die Kinder im Hintergrund. So, das war es jetzt erst einmal zu der Waffe. Wie ihr seht, ihr könnt auch hier nochmal nachgucken, welche Angriffsprioritäten haben. Diese Waffe hat zum Beispiel Zerstörer, Fregatte, dann die Korvette, dann die Jäger. Es ist auch
in der Modulbeschreibung ersichtlich, für was diese Waffe eigentlich gedacht ist. Clusterraketen, die für den Abschuss mittlerer Schiffe konstruiert wurden. Sie feuern mehrere Submunition auf einmal ab und verursachen die massive Zerstörung aller getroffenen Ziele. Was heißt eine massive Zerstörung mit 55 Schaden pro Sekunde? Schaden pro Zyklus. Wenn ich schon davon ausgehe, weil diese Waffe ist mal wieder ein Geschoss. Ich kann auf 60 schon mal mein Panzerung hochziehen. Schon kann diese Waffe mir nichts mehr fast nichts mehr anhaben. So, aber sie hat ja nicht nur diese Waffe, die hat ja sogar ein Anti-Schiff-Torpedo. Da ist es wieder dasselbe. Schaden pro Schlag, 1600. Eine Rakete fliegt, pro Zyklus. Der Angriffsintervall dauert aber dadurch 20 Sekunden, bis die nächste Torpedo losstartet. Schön wäre es, wenn du so schießt wie hier. Dann würde ich mich auch freuen. Nein, man kann es nicht beeinflussen. Wie ihr seht, habe ich hier noch gar keinen Bonus. Der ist noch gar nicht mal freigeschalten. Die Angriffsprioritäten sind Schlachtschiffe, Trägerschiffe, Supportschiffe, Schlachtkreuzer, Kreuzer. Selbe Prinzip wie bei allen anderen Schiffen genauso. Ein Torpedowerfer, der die superschwere Abwurftechnologie von Jupiter Industries einsetzt, mit seinem riesigen Gefechtskorb kann er verheerenden Schaden an super Großkampfschiffen anrichten. So, das war es erst einmal von der Seite hier. Es war jetzt nur ein kurzes Video. Ich möchte euch jetzt wirklich nicht alle Schiffe präsentieren, weil sonst würde das Video den Rahmen sprengen. Ihr könnt es gerne selbst nachgucken. Wie gesagt, bei jedem Schiff geht's, egal ob es die Stingray ist, da kann ich euch auch gerne beweisen, die Stingray hat dasselbe Problem. Ihr könnt nachgucken, welche Prioritäten geht diese Torpedowaffe, also Schlachtkreuzer, Kreuzer in dem Sinne. Alles andere, was nicht vorhanden ist, ist random. Das kann ich euch schon mal auf den Weg mitgeben. Bei den Schiffen weiß ich, dass es random ist. Es ist genauso wie bei der Station, teilweise ist es random, teilweise schießt die dann gar nicht mehr. Ob das jetzt ein Bug ist vom Spiel oder auch nicht, das kann ich euch jetzt erstmal gar nicht sagen, das weiß ich selber nicht. Was ich euch auch noch ans Herz legen möchte, bei folgender Schiffsklasse, das war glaube ich sogar die Fregatte, genau, die Xenos-Dinger war das. Wenn ihr da reinguckt, könnt ihr verschiedene Defensiv-Dinger sehen. Bei der Defensiv seht ihr Antischifffeuer. Mich fragen viele, was bedeutet das? Muss ich da 4 Schiffe reinpacken? Nein, ihr seht hier an diesen Flügeln die Drohnen. Das sind nämlich die Offensivdrohnen. Ihr seht leider keinen speziellen Schaden, weil das geht einfach auf random auf irgendein Schiff und schießt das nieder. Das könnt ihr nicht beeinflussen, in keinem Fall. Genauso wie hier die Bedrohungserkennung. Ihr könnt nicht viel rauslesen, was das bedeuten soll oder was welche Prioritäten das einsieht. Das weiß ich auch nicht. Das kann ich auch nicht beeinflussen. Das kann ich euch auch nicht sagen. Man sieht da auch nicht viel. Im Allgemeinen. Ich habe jetzt auch schon alles durchsucht, was zum Durchsuchen geht. Aber ist random. So, das war's erstmal von mir, von Infinity Lagrange. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren Fragen hinterlassen, dann werde ich sie so bald wie möglich beantworten. Einige haben mich auch schon gebeten, das Panzerungsvideo oder das Schiffsvideo nochmal erneut aufzunehmen und hochzuladen, weil es teilweise abgeschnitten ist. Ja, da hat es mir leider von OBS ein Plugin durchgeschossen. Hat natürlich die Windows 10 Plugins nicht mehr gefressen und natürlich hat es mir das komplette Fenster verschoben. Da konnte ich nichts mehr reparieren. Ich habe es erst vor ein paar Videos wieder reparieren können. Sobald ich wieder Zeit habe, mache ich das ganz klar. Ich werde natürlich dann dementsprechend auch die Videos nochmal neu bearbeiten bzw. neu aufnehmen und neu hochladen und werde dann die alten Videos dann nochmal, entweder lasse ich sie verschwinden oder ich werde dann ein kleines Kärtchen oben rechts oder oben links reinsetzen, wo ihr dann zu dem aktuellen Video nochmal reinkommt.
So, ich bin euer Jay Blatt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bin euer netter Nachbar wie immer und wünsche euch noch viel Spaß in Infinity Lagrange.